Haltet die Kameras bereit. Guckt euch die schönen Teller an. Ja, aber du, Junge, das ist doch Wahnsinn, Junge. Ja, mir geht einer ab, du. Boah. Und vor allem der Dampf vom Auspuff. Boah, geil. Also richtig schön. Das ist auch so eine Blase. Warum geht eigentlich die Stufe 4 nicht mehr? Was ist das für ein Scheiß? Geht gar nicht. Außer Stufe 3. Und 2? Nichts. So. Jetzt? Den zweiten Meter schon. Ja, ah, die haben kein Geld. Wir haben 10,50 Meter, das geht. Ja, da geht es wirklich darum, dass wir mehr beschäftigte Leute hätten damit. Ey, wie kommt es, dass wir keine Segen als Segen mehr haben? Das ist auch komisch. Warte, noch eine müssen. Ich habe vorhin, wir hatten noch gestern drei, ja? Dann habe ich jetzt vorhin noch mal eine gekauft, weil sie alle weg waren. Und die ist jetzt auch wieder weg. Ja, aber hä? Die sind doch bestimmt irgendwo gebunkert, oder nicht? Nein, nee, die hat man ja, weiß ich, dabei. Wenn ich speichere, sind sie wieder weg. Kann doch nicht. Steht doch auch, sie besitzen null. Muss die jedes Mal neu kaufen, oder? Dann kauft mal eine wieder. Das ist doch schon Schwachsinn. Ja, ich habe 0 Euro, Chef. Na gut, wenn wir 8 Stunden am Stück zuchten, dann können wir uns jeden Tag eine leisten, aber. Sonst. Wollt ihr jetzt das Getreide hier mit dem Hänger auflegen oder was? Ich bin schon fast voll, ne? Könnt ihr ausleeren. Komm rüber. Ich schaff's aber noch bis vorne hin. Das ist ein Feld, das ist ja, ja richtig schön. Warte erstmal ab, wenn du die 22, ja. 25, 32, 33 hast. Dann guckst du blöd. Und was die dann kosten. Ah. So. Wieder im Waldspaziergang machen. Hey Tobi, ich hau dich, Der fährt da durch. Unglaublich, der fährt da durch. Ja, aber wie du mit dem Drescher fährst, gell? Also bitte. Ich fahr nicht durchs Getreide, das geht ja nicht. Oh nee. Doch, siehst du, das geht auch nicht. Häng mal den Kröger ab, dann häng mal da einen Ursus an. Ursus. Okay. Beide ziehen, das sieht ein bisschen affig aus. Ich muss schon sagen, ich bin froh, dass wir uns gleich für den Case entschieden haben. Pumpenteil. So, der fällt nicht. Jetzt fallen die Dummies. Da kannst du noch warten, dann mach ich. Oder wie viel Prozent hast du jetzt? 65. Hm? 65. Du wirst es jetzt, glaube ich, dann 80 oder 70, ja, was du bekommst. Jetzt bin ich bei 80. Tja, deine Baum rollt das komplette Feld runter, na dann. So, jetzt heizt sich aber rauf. Ach, jetzt habe ich noch was vergessen. Scheißdraum. Brauchen wir echt das Geld? Die Gäste kommen ja jetzt noch ein paar Minuten. Und wohin bringen? Da oben hin zu dem roten, zum Getreidespeicher. Da bekommen wir jetzt gerade noch mehr. Rechts hoch. Bei der Transportfirma. Nein. Nee, Getreide. Ganz rechts ist die rechts rote Gebäude da. Ja, bei Feld 34. Ja, genau, bei Feld 34.
Innenstift. Ah, meine Hände sind wieder so kalt, das hasse ich. Herbst und Winter. Ah. Bräuchte so eine warme Tastatur. Meine Hände wärmer machen irgendwie sowas. Ah, komm, mir dauert das alles zu lange. Ich mache jetzt doch auf 9 km/h. Zeitbonus verlieren. Ich hoffe, sie berechnen das mit ein, dass wir den erst zählen müssen. Ne? Finde ich gut gewesen. Ja, das war ja bei den 67 Tonnen auch so. Ja, aber wir hatten ja vorher dann schon Raps gebaut oder so, oder erst gebaut, aber jetzt hatten wir erst, müssen wir das erst rechnen und dann das. Ah, glaub schon, dass das so wird. Holz haben wir es gleich. Ah, 16.000, okay. Hat wer noch Geld für mich überweisen? Ich hab schon überwiesen. Ja, ja. Wenn es sein muss. Okay. 4.000. 25 Cent. Mhm. Das ist doch nicht so viel. Wir kriegen ja nicht so viel wie du. Fertig. Kannst gleich mal rüberkommen, Markus, ich komme dir entgegen. Hm. Ah, er nimmt die egal in welche Richtung auch, das ist ja mal geil. Einfach nur hinfahren, ey, sowas cool. Genial, okay, bin fertig. Mensch, da kommt ich auf dem Weg da. Das sind auch noch ein paar, gell? Ja, 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 klar. Ich schaffe, ich muss ja mal mindestens 5-mal fahren oder so. Nicht! Ja. Nein, nicht umfallen. Lauf. Jawohl. Ein Stück machen. Fünf. Meinst du, dass noch eine Ball, ein Ball rauskommt hier, oder? Ne, ich bin schon bei 40%. 50.
Nee, glaub nicht. Ist hier genug frei für die nächsten? Hm, fahren gleich hoch zu ihm auf den Anhänger. An der Helfer oder eine, wenn du willst, vielleicht ranbauen. Das Dinger habe ich zerschnitten. Sieht was aus. Ist das Dinger? Wie kann man das Dinger zerschneiden? Ja, und so reichen wir, oder? Schwer wird's, weil ich sehe den Anhänger nicht vor lauter Äste. Oh, dann lass ihn das tun. Ich würde ihn sehen, den Anhänger. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege mit dem Ding. Jetzt bin ich da durchgefahren, willst du mich verarschen? Was? Ich bin da jetzt durchgefahren, wieso hat er den Ball jetzt nicht aufgenommen? Ball jetzt. Und welchen nehmen wir noch? Den da unten. Ja. Ja, wenn er das wieder aber nicht sieht. Ja. Das glaube ich. Such die! Ich komme später wieder. Jo. Sobald es mit den Augen wieder geht. Okay. Also ich, wenn du um 9 kommst, dann nehmen wir dich noch an. Alles klar. Eine Minute nach 9 nicht mehr. Nee. Okay. Annahme okay. Verweigert. Alles klar. Also bis später. Jo. Bis dann, servus. Ciao. Ciao. Ah, Scheiße, ich fall da wieder fast um. Ja, Ladefläche ist eben. So, ich hab's geschafft. Mich hat nervt, dass es wirklich so stark ruckelt beim Spielen. Also wenn ich aufnehme, das ist übel. Ja. Und noch 20 bis 30 FPS, keine 40 mehr oder sowas. Ja, schaut das bestimmte Programm da, oder? Die X-Toy, ja. Okay. Gibt ja da verschiedene. Ich könnte auch mit Nvidia Shadowplay aufnehmen, das wird weniger schlucken, aber es sieht noch schlechter aus. Also die Qualität ist ungerendert, wenn du es anschaust. Sieht verdammt gut aus, läuft auch total flüssig, zum Beispiel wenn du dir den VLC Media Player anschaust, dann sieht es super aus. Und wenn du es dann renderst, habe ich aber überhaupt mit dem Renderprogramm Probleme, weil das so kräuselt die Pixel. Das sieht richtig unscharf aus, obwohl es 1080 Pixel, also Full HD, gerendert ist. Kannst du mal machen, wenn du mal 1080p einstellst und das Bild, kannst du ja im Kinomodus machen bei YouTube, ne? Also so erweitern. Ja. Wenn du das mal einstellst und dann mal darauf achtest, dann siehst du wirklich, dass es total unscharf wird oft. So viel Verrieselung und sowas. Und das hat aber dieser eine, wo wir das Tutorial vorher angezeigt haben, ich habe dann, wo ich den Link geschickt habe, hat der auch. Die müsste auch anscheinend Sony Vegas ändern. Okay. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe alles versucht, alle verschiedenen Parteien. Wir sind dann jetzt gleich 20% drin in der Silage, also im Silo. Dann würde ich sagen, lass ich es mal gären. Okay, jetzt können wir keinen. Wir können aber auch Gras reinmachen, wir müssen nicht unbedingt toll sein, oder? Also Silage. Was wartet, die bringen jetzt so nicht gerade. Meint er jetzt die hohen Bäume? Ist doch scheißegal, oder? Nee, man muss schon lang und gerade, deswegen sind ja Laubbäume und so nicht wirklich sinnvoll, eigentlich nur Gartenbäume. So, ist er schon wieder Geld. Ah, danke, danke, jetzt brauche ich das gleich, bevor es weg ist. Also, Rundballenpresse ist da, wer da Ballenpresse will, kann gleich loslegen. Kannst aber auch machen. Das sind nicht gerade, das sind Tannenbäume, die sind. Mit denen gibt's nee, das sind ja keine, das ist ein Pappel, nee. Die hohen da, das was ist. Das sind nicht Tannenwälder. Weiß nicht, wie die Rasse heißt, der ich so hatte. Rasse. Baumrassen. Das sind Afrikaner. Das hier ist ein Schwarzer. Das sind schwarz-weiß gefleckte Amerikaner, wenn man so. Außen weiß, innen schwarz. Oh, der Ladewagen wird schnell voll. Wow, Wahnsinn. Also ich hole mal die Spollenpresse, gell? Mhm, ja. Wenn also, wir das Feld gleich sauber haben, eigentlich können wir dann beim nächsten Traktor schon gleich wieder zum Bauen anfangen, nachdem wir
Warum sind die nicht gerade? Die sind doch gerade. Die können wir nicht, weil die müssen erst in einem. Ah, jetzt haben wir eh viel zu tun, jetzt können wir eigentlich echt die Leute gebrauchen. Und alle Traktoren. Und nicht keinen für den Wald. Ja, das, glaube ich, hat jetzt Priorität, dass wir da jetzt das ganze Geld wirklich schnell bekommen und den Raps möglichst schnell. Für die Zeit nochmal zurücksetzen. Wie viele Stunden haben wir noch? Kann jemand mal nachschauen bis bei der Mission? Ah, die Mission, ach, die Mission geht ja nicht vorbei. Da können wir die Zeit ruhig laufen lassen. Noch eine Stunde bekommen wir für die erste mehr. Okay, dann setze ich rein. Dann hoffentlich schaffen wir jetzt 10 Minuten alles und ich mache gleich auf reelle Zeit, dann passt. Ja, bist du es jetzt raus? Keine Ahnung, ich bin rausgekommen lassen. Gleich voll. Da stellt den Wagen auch einfach nur auf so ein Feld ab und gut ist. Was den Ladewagen soll ich auf dem Feld abstellen? Nein, der hat den Holzladewagen. Ach so, ja. Feld abgestellt. Genau. Wir brauchen jetzt hier alle Traktoren. Eigentlich einen zum. Vor allem, müssen wir jetzt auch gleich kaufen. Ja, jetzt habt ihr jetzt noch Geld nicht mehr, ne? Minus 15. Ja, ich hab 6500, das reicht jetzt nicht. Aber wir bringen. So, wenn du jetzt so zersäbelt, dass der eigentlich umfallen müsste. Will aber nur nicht. Habe ich jetzt noch mehr? Jetzt fall doch endlich um! Na, endlich! Okay. Oh mei! Oh mei, wie ist denn das? Schon wieder raus! Bei, Mann, ich hab mal raus! Fällt dir irgendwas ein oder? Ich weiß es nicht. Oh, stirb endlich, du scheiß Baum! Er stirbt! Raus, geht doch! Und hat es geschafft, zumindest beide. Ja, ich hab beide Stämme raus. Oh, aber gehäckselt ist noch nie, oder wie? Der eine ist jetzt so gut wie gehäckselt. Die anderen scheiß Bombenstümpfe. Den nicht. Die liegen dazwischen. Okay. Keine Ahnung. Lol. Ich versuche jetzt nochmal mit den anderen Bombenstümpfen ein bisschen zu stochern. In der Hoffnung, das bringt was. Das Lustige ist, der eine Bombenstumpf fliegt mitten auf dem Vorderband, aber bewegt sich kein Millimeter nach vorne. Ja, und andere ist hinter der Walze. Also mitten im Gerät drin. Ja, der müsste mehr wie schon durch sein. Oh, bei mir ruckelt's gerade. Schade, ich hab gedacht, die Bombenstämme würden da irgendwas blockieren oder so, aber auch nicht. Kriegst du den auch auf den Dings gesägt, auf dem Förderband, den Stumpf da? Warte mal, ich guck mal. Ich sag's einfach mal so. 40.000, 40.000. 20.000. Oh mein Gott, ich hab Angst! Alter! Pass auf! Hatte wieder das Abschieb, das sieht geil aus. Ja, Abschieb. Abschiebewagen. Stimmt, reicht's wieder nicht. Gibt's ja nicht. Schon Transport für Mann, ne? Mhm. Okay, der wollte nix. Ist nicht. Hat's auch noch nicht gereicht. Da muss aber vorher jemand vielleicht den Wagen anders hingebracht haben. Oh nein, ihr dürft mich schlagen. Oh mein Gott, geil. Oh mein Gott, ist das geil. Ah. Gut, das ist alles, ist ja nur Animation, ne?
Ja, verschwinden wir eigentlich ein bisschen zu weit vorne, finde ich. Ich sollte noch ein bisschen weiter hinten verschwinden. Hey, aber ich muss sagen, die Traktoren, die verbrauchen kaum Sprit. Stimmt, ne? Ja, immer noch. Wir haben noch kein einziges Mal, glaube ich, irgendwo bei den Deutschen. Ich habe jetzt bei dem Ursus noch 99 Liter drin. Alter, ist das geil. Das ist so episch. Und vor allem, du kannst immer mit der Innenansicht fahren. Immer. Du brauchst nur in der Mitte bleiben. Ach, ist das genial. Mit was fährst du? Fährst gerade. Weiß. Kannst du dir vorstellen, wie geil das aussieht? Ja, wartet mal. Nicht aufhören, ich will es aussehen. Der Tourblock ist für den aktuellen Fuchs so verfügbar. Jetzt Meter. Das ist episch. Ja, ich glaube, wenn du kriegst, dann Gas. Das ist immer noch das Allergeilste, wenn man es rennt. Aber er fährt eigentlich auch. Okay, 9 km/h geht eigentlich. Ich sag's nochmal, bis morgen. Ciao. Ja, alles klar. Ciao, Robert. Schau dir das an. Okay. Ist das? Jo, bin da. Geil. Ja, ist nicht optimal, aber gut. Ja, mein Gott. Aber so haben wir es beim Robot auch gemacht. Bei dem auf dem Server haben wir das Grund nur Mais, also nur Mais machen. Nichts anderes auf dem Feld. Mhm. Schau mal rein, fahr mal kurz bis runter. Das sieht so geil aus. Du kannst das so schön mittig steuern, immer mit dem Mann. So geil. Und wir haben jetzt 400.000, das ist das nächste Geile. Episch. Wow. Ey, das sieht echt geil aus. Ne? Endlich mal, was sie richtig gut gemacht haben, dass der Mais auch mal richtig aufgenommen wird. Ja, und es stimmt überein mit der Mitte. Das ist gut, dass sie jetzt noch einen Tick später machen können, dass der Mais wirklich erst einen Tick später verschwindet und die Animation beginnt. Das ist noch einfacher, aber es sieht schon episch aus.